Die harte Wahrheit über Tagesgeld und Zinsangebote, die dir leider niemand verrät. Wir sprechen darüber. Vielleicht geht es dir auch so wie mir. Ständig wird dir auf irgendwelchen Social Media Plattformen ein neues Angebot angezeigt. Werbung für ein Konto, auf dem du jetzt 3% Zinsen bekommst oder vielleicht sogar schon 4% Zinsen bekommst. Und das sieht alles super verlockend aus, weil jahrelang gab es sowas überhaupt nicht. Ja, die Zinsen waren bei Null, teilweise sogar bei Minus hier in Europa, also im Euro-Raum. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet, die Zinsen sind gestiegen und natürlich tummeln sich da jetzt sehr, sehr viele Anbieter, die da Kunden gewinnen wollen mit ihren Angeboten, mit solchen Zinsangeboten. Und ja, das macht natürlich auf den ersten Blick erstmal einen sehr positiven Eindruck. Man hat die Qual der Wahl und kann endlich wieder Zinsen auf sein geparktes, gespartes Geld bekommen. Und wenn du Geld tatsächlich nur sehr kurzfristig einfach parken möchtest, irgendwo jederzeit darauf Zugriff haben möchtest oder vielleicht sogar musst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Aber was du hier unbedingt bedenken musst und verstanden haben musst: Erstens, oft sind diese Angebote, die dir jetzt angezeigt werden, Lock-Angebote. Ja, das heißt, diese Zinsen sind nur sehr kurzfristig so hoch, vielleicht für ein halbes Jahr, ja, und dann fallen sie wieder deutlich runter, teilweise sogar unter 1%. Ja. Das heißt, das sind oft Anbieter, die dich dazu animieren wollen, zu traden. Ja. Das heißt, es sind eigentlich keine ganz normalen Tagesgeldkonten, Tagesgeldangebote, sondern es sind eigentlich Apps oder Anbieter, die dich an die Börse locken wollen, die dich zum Traden animieren wollen. Ja. Und jetzt nutzen sie natürlich diese Lock-Angebote. Du denkst dir, ah, sichere 3%, sichere 4%, da überweise ich jetzt mein Geld hin. Sobald du dein Geld dorthin überwiesen hast, wird dir jetzt ständig natürlich gesagt, so, oder siehst du dort natürlich sehr offensichtlich, mit wenigen Mausklicks oder wenn es eine App ist, ja, mit wenigen Taps sozusagen mit deinem Finger, ja, kannst du hier schon dir Aktien kaufen, kannst du traden, kannst du alles Mögliche machen. Ja, und das ist natürlich hier die große Gefahr, weil auch eben diese Zinsangebote in der Regel zeitlich beschränkt sind. Also da unbedingt darauf achten, dass wenn du dir so ein Angebot näher anschaust, dass das auch was ist, was langfristig gilt und nicht nur für ein paar Monate. Ja? Und auch immer schauen, was steckt da dahinter. Ist das tatsächlich vielleicht ein Anbieter, der dich letztendlich nur dazu bringen möchte, dann an der Börse zu zocken zum Beispiel. Der zweite Punkt, den du unbedingt verstanden haben musst, ist, dass natürlich solche Zinsangebote, solche Tagesgeldzinsen sehr, sehr sicher wirken. Ja, du hast einen fixen Zinssatz, das heißt, du legst dein Geld an, du weißt genau, wie viel Geld du jetzt verdienen wirst mit deiner Geldanlage. Ja, aber was du verstehen musst, ist, dass auch Tagesgeldzinsen nicht immer gleich bleiben. Auch die schwanken eben sehr stark. Das heißt, bloß weil dir jetzt angezeigt wird, dass du 3% aufs nächste Jahr bekommen wirst, heißt es nicht, dass du in 2, 3 oder 5 Jahren immer noch so viel bekommen wirst. Ja, weil diese Zinssätze, die dir diese Banken anbieten, immer abhängig sind von den Zinssätzen der Zentralbanken. Ja, bei uns in Europa eben von der Europäischen Zentralbank. Und diese Zinssätze sind eben nicht immer gleichbleibend. Ja, die schwanken sehr stark. Das zeige ich dir anhand mal dieser Grafik hier, die Leitzinsen der Europäischen Bank hier in den letzten circa 23, 24 Jahren. Ja, also seit der Euro-Einführung mehr oder weniger. Und da siehst du eben, ich gehe jetzt nicht darauf ein, Unterschied zwischen Hauptrefinanzierungssatz und Einlagensatz. Du siehst, da sind nicht so große Unterschiede. Das ist jetzt für dieses Video nicht entscheidend. Aber entscheidend ist, dass du siehst, dass beide diese Zinssätze sehr, sehr stark schwanken. Ja, also sehr hoch gehen können, aber dann auch wieder sehr niedrig gehen können. Über so einen Zeitraum von 10 und mehr Jahren sehr, sehr deutliche Unterschiede da sind, sehr, sehr deutliche Schwankungen da sind. Ja, das heißt, Tagesgeldzinsen sind halt nicht sicher, auch die schwanken eben sehr stark. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist natürlich richtig, aber wenigstens verliere ich kein Geld damit. Ja, die sind ja in der Regel positiv, diese Tagesgeldzinsen, wenn man mal absieht von den letzten Jahren, wo wir dann teilweise Negativzinsen hatten. Das stimmt natürlich, aber was du hier bedenken musst, ist, dass die Inflation natürlich immer oder fast immer noch höher liegt. Ja, du kannst dir das so vorstellen wie bei einem Fußballspiel, wenn du jetzt irgendwie mit deiner Mannschaft in einem Spiel 3 Tore schießt, also beispielsweise 3% Zinsen bekommst auf ein Tagesgeldangebot, aber der Gegner im gleichen Spiel 6 Tore schießt, die Inflation in dem Fall, ja, bei 6% liegt, dann verlierst du halt trotzdem. Ja? Und das ist eigentlich dieses Heimtückische an diesen Zinsangeboten und am Tagesgeld, ist, dass du denkst,
dass dein Geld mehr wird, ja, und du hast zwar tatsächlich mehr Geld, also du siehst, die Zahl ist größer geworden, nachdem die Zinsen dir gut geschrieben worden sind auf deinem Konto, aber du kannst dir trotzdem weniger davon leisten, weil die Preise halt im gleichen Zeitraum noch stärker angestiegen sind. Ja, das ist eben dieses Thema der Inflation. Ja, und das ist das Problem. Also wie bei diesem Fußballspiel, wo du 3 Tore schießt und der Gegner 6, verlierst du halt das Spiel trotzdem, auch obwohl du Tore geschossen hast. Das heißt, du kannst damit keinen wirklichen Vermögensaufbau betreiben. Also falls das dein Ziel ist, irgendwie Vermögen aufzubauen für die Zukunft. Du kannst auch dein Vermögen damit nicht schützen. Also wenn du jetzt schon ein gewisses Vermögen hast, hast du mit diesen Zinsangeboten nicht die Möglichkeit, das zu schützen vor Verlusten, eben aufgrund dieser Inflationsthematik, die ich gerade angesprochen habe. Und du kannst natürlich damit auch deswegen keine private Altersvorsorge betreiben. Ja, und genau das ist halt eben diese Tagesgeldfalle. Du denkst, du vermehrst dein Geld, aber eigentlich verlierst du dieses Spiel gegen die Inflation. Eigentlich baust du kein Vermögen auf, eigentlich betreibst du keine sinnvolle Altersvorsorge, eigentlich schützt du dein Vermögen nicht. Was kannst du jetzt also stattdessen tun? Ja, du musst dein Geld irgendwie so anlegen, dass du im langfristigen Durchschnitt die Inflation schlägst. Ja, du wirst nicht in jedem Jahr mit deiner Anlage höher liegen als die Inflation. Das brauchst du aber auch nicht. Das ist nicht notwendig. Auch hier wieder ein Vergleich zum Fußball. Stell dir vor, wenn du jetzt deutscher Meister werden willst, musst du nicht jedes einzelne Spiel gewinnen, sondern du musst halt die meisten Spiele gewinnen, mehr Spiele gewinnen, als du verlierst oder unentschieden spielst. Und genauso ist es mit der Inflation auch. Du musst jetzt nicht in jedem einzelnen Jahr mit deinem angelegten Geld eine höhere Rendite erzielen als die Inflation, aber im langfristigen Durchschnitt eben musst du genau das erreichen. Ja, und das geht verlässlich tatsächlich nur mit dem Aktienmarkt. Ja, nicht mit Zockerei, kommen wir gleich noch drauf, aber es geht verlässlich nur mit dem Aktienmarkt. Da kannst du im Durchschnitt nach Abzug der Inflation zwischen 5% und 8% Rendite machen. Das heißt ganz konkret jetzt, du kannst alle 10 Jahre ungefähr dein Geld verdoppeln. Ja, das ist realistisch und mit der richtigen Vermögensstrategie kann das sogar noch schneller funktionieren. Ja. Jetzt kommt von dir möglicherweise der Einwand, ja, aber Aktien, da hast du doch gerade vor gewarnt, Zockerei, Spekulation und so weiter, diese Apps, diese Anbieter, die dich nur locken wollen, dass du dann eben tradest bei denen, ja, und das ist natürlich absolut richtig und es ist auch gut so, dass du da erstmal vorsichtig und zurückhaltend bist, ja, weil wenn du nicht weißt, was du tust, sind hier hohe Verluste nicht nur möglich, sie sind sogar sehr wahrscheinlich. Aber Aktien, wenn du es richtig angehst, sind sicherer, als du denkst. Ja, wenn du verstanden hast, wie du hier Verluste klug vermeidest und wenn du nicht einfach rumspekulierst und rumzockst, ohne dass du dich damit wirklich ernsthaft befasst hast, auseinandergesetzt hast, dir entsprechendes Wissen angeeignet hast, ja, und dann seriös hier in Aktien investiert hast. Das ist die Voraussetzung natürlich. Ja, das heißt, du darfst natürlich nicht alles auf eine Karte setzen, langfristig anlegen und wirklich auch zu verschiedenen Zeitpunkten dann einsteigen und Aktien kaufen. Das sind hier so einfach nur mal ganz beispielhaft ein paar Tipps oder konkrete Strategien, die du auf jeden Fall anwenden musst, wenn du hier ohne Verluste das Ganze angehen möchtest. Ja, also wenn du hier wirklich sicher am Aktienmarkt agieren möchtest. Ja, also das ist das Entscheidende. Also es geht hier nicht um Zockerei, es geht hier nicht um Spekulation, sondern es geht hier darum, wirklich seriös mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Risikomanagement auch, ja, in Aktien langfristig anzulegen, um die Inflation langfristig zu schlagen und um Verluste auszuschließen. Ja, also dass du wirklich hier kein Geld verlierst. Das klingt jetzt möglicherweise zu kompliziert und vielleicht auch zu zeitaufwendig für dich, ist es aber tatsächlich nicht, wenn du das Ganze mit Hilfe von sogenannten ETFs umsetzt, von denen hast du vielleicht schon mal gehört, und mit einer entsprechend entspannten Anlagestrategie umsetzt. Also du kannst hier mit sehr vielen Automatisierungen arbeiten, das heißt, du musst nicht ständig dranbleiben, du kannst das einmal einrichten und das dann laufen lassen, ja. Und ETFs vielleicht noch ganz kurz erklärt, falls dir das nichts sagt. Stell dir einfach vor, wie eine Art Korb, ja, wo sehr, sehr viele Aktien reinkommen und du kaufst dann eben nicht die einzelnen Aktien, sondern den ganzen Korb, ja, und streust dadurch eben dein Risiko. Ja. Das heißt, wenn dann mal mit einer Aktie irgendwas sein sollte oder 2 Aktien, dann hast du halt 100 oder vielleicht sogar 1000 andere, die dich da vor Verlusten bewahren, beschützen. Ja. Und wenn du das so umsetzt, ja, dann klappt das auch mit einem Zeiteinsatz von nur 2 Stunden pro Jahr.
Okay, du willst diese Tagesgeldfalle vermeiden und dein Geld wirklich langfristig gewinnbringend anlegen, bist dir aber noch unsicher, wie du das jetzt genau mit dem Aktienmarkt so hinbekommst, dass du tatsächlich kein Geld verlierst, dass du hier sicher und gleichzeitig gewinnbringend anlegst, dann trag dich gerne jetzt direkt für ein kostenloses Erstgespräch mit mir ein. Geh dazu einfach auf meine Webseite carstenvogel.com, klick dort auf den entsprechenden Button und such dir einen Termin aus. Ich rufe dich dann an und wir schauen einfach mal ganz unverbindlich, ganz kostenlos, ob ich dich bei dem Thema unterstützen kann.